Ja, schön, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen auch von meiner Seite und herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und Vorstellung. Ja, ich bin in der Tat schon ein Veteran, was die Geschichte der 48er-Revolution angeht. Ich habe schon vor 25 Jahren an dem letzten Jubiläum 98 mitgewirkt und bin natürlich erstmal schon sehr erfreut, dass die 48er-Revolution sozusagen heute offiziell in die Erinnerungskultur der Bundesrepublik übergegangen ist. Ich denke, dafür gibt es auch gute Gründe. Aber wie alles in der Geschichte, ich glaube, Thomas Nipperdey hat das mal gesagt, dass in der Geschichte die Grautöne überwiegen. Also es hat weder viel Sinn, Heldengeschichtsschreibung zu schreiben, noch irgendwie das Gegenteil davon. Also alles schlecht zu machen, sondern man muss eben immer genau hingucken. Und natürlich wird man wie immer auch bei den Revolutionen hier einige Ambivalenzen entdecken. Und insofern, das ist auch das Thema, was ich Ihnen heute ein bisschen vorstellen möchte. Ich möchte ein bisschen versuchen, Sie 150 Jahre zurückzunehmen, also in den Mai 1848, weil das ein schon ziemlich entscheidender Moment oder Monat war in der Geschichte der Revolution, oder ich versuche eigentlich immer zu sagen der Revolutionen, weil es sich um sehr heterogene Ereignisse handelt. Auch darauf werde ich gleich noch genauer eingehen. Gucken, wie das hier funktioniert. Ja, so funktioniert das. Also nehmen wir den heutigen Tag, den 25. Mai, um sozusagen zurückzugehen, 175 Jahre in die Geschichte der Revolutionen von 1848-49, dass die eben ein nicht nur sehr vielschichtiges Phänomen waren, sondern auch große Teile Europas, also wenn man mal ganz grob sagen will, Mitteleuropa als Ganzes umfasst haben, eben nicht nur eine deutsche Revolution waren, wobei mein Schwerpunkt natürlich heute beim Vortrag auf Deutschland liegt, aber das wollte ich zumindest als Rahmen ausdrücklich betont haben. Der Plural ist auch deswegen sinnvoll, weil es eben sich um sehr verschiedene Bewegungen handelte, die teilweise auch miteinander unvereinbare Ziele verfolgt haben. Und das ist sicherlich auch schon ein Grund, warum das Ganze gescheitert ist, weil eben doch zu heterogene Dinge da zusammengewirkt haben. Ende Mai 1848, also vor 175 Jahren, war die erste Phase dieser Revolution bereits beendet. Der überraschend schnelle und unblutige, wenn auch keineswegs unerwartete Zusammenbruch der politischen Regime in fast allen deutschen Staaten und darüber hinaus in Frankreich, in den italienischen Staaten, in Österreich, mit dem Sturz des verhassten Regimes oder Systems Metternich, diese ganzen Umbrüche waren schon Geschichte. Eine Revolution war von vielen oppositionellen Politikern und Intellektuellen seit Mitte der 40er Jahre erwartet worden. Und eben auch teilweise ist es von denen bewusst vorbereitet worden. Missernten und Hungerrevolten, denken Sie an den berühmten Aufstand der schlesischen Weber, sowie die ausschließlich repressive Antwort der Herrscher auf die unübersehbaren sozialen Krisen, hatten in den Augen kritischer Beobachter gezeigt, dass die absolutistischen und teilweise konstitutionellen Monarchien unfähig waren, die drängenden Probleme zu lösen. Deshalb waren Reformprogramme der verschiedenen Strömungen, die dann auch den Verlauf der Revolution bestimmt haben, bereits vor der Revolution bei überregionalen Treffen vereinbart worden. Die wichtigsten unter ihnen waren das Offenburger Programm der Demokraten, das auf einen Systemwechsel hin zur parlamentarischen Demokratie zielte, und das Heppenheimer Programm der Liberalen, das vor allem eine gesamtdeutsche Verfassung nach dem Muster des süddeutschen Konstitutionalismus forderte. Auch das Kommunistische Manifest einiger junger Radikaler, davon einer eben aus Trier, wo ich ja jetzt auch beheimatet bin, also auch das Kommunistische Manifest, das in emphatischer Rhetorik auf die Sprengkraft der sozialen Frage verwies, aber 1848-49 noch weitgehend ohne Resonanz blieb, auch das war schon fertig, bevor die Revolution Ende Februar Deutschland erreichte. Weil eine Revolution allenthalben erwartet wurde und weil von Paris bereits 1789 und 1830 europaweite politische Erschütterungen ausgegangen waren, nahmen die Oppositionellen in ganz Mitteleuropa die Nachricht, dass in Paris nach zweitägigen Straßenkämpfen die Republik ausgerufen worden war, begeistert auf. Die Neuigkeit wurde vielerorts im Deutschen Bund zur Initialzündung für Massenproteste. Dank der neuen Kommunikationsmöglichkeiten, deren wichtigste die Telegrafie, das heißt die Möglichkeit der Nachrichtenübermittlung ohne nennenswerte Zeitverzögerung war, und auch dank zahlreicher Eisenbahnverbindungen war Europa eng zusammengerückt.
Dass die Revolution erwartet worden war und dass sie ein gesamteuropäisches Ereignis waren, zählt zu den Charakteristika des tollen Jahres 1848-49. Auch wenn die deutschen Oppositionellen die Revolution keineswegs ausgelöst hatten, erwies es sich Ende Februar, Anfang März als günstig, dass sie erwartet und sich bereits überregional koordiniert und politische Programme vorbereitet hatten. In wenigen Tagen beschlossen Versammlungen in fast allen deutschen Residenzstädten und anderen urbanen Zentren annähernd gleiche Resolutionen. Sie forderten Pressefreiheit, Schwurgerichte, demokratisch strukturierte Milizen, die sogenannten Bürgerwehren, als Gegengewicht zu den Fürstenheeren sowie die Einberufung einer Nationalversammlung. In großen Demonstrationen und häufig mit Tausenden von Unterschriften wurden diese sogenannten Märzforderungen den Landesherren überbracht, die sie in der Regel zu erfüllen versprachen und dafür auch neue Regierungen einsetzten. In der Massenbeteiligung, der Gewaltlosigkeit des Ablaufs und der Reibungslosigkeit der Durchsetzung der Märzforderungen erinnert diese erste Phase der Ereignisse von 1848 ein wenig an die Revolutionen von 1989 in Ostmitteleuropa. Mit der Gewaltlosigkeit muss man vielleicht ein bisschen relativieren, weil natürlich gab es die berühmten Toten in Berlin, die sogenannten Märzgefallenen, aber insgesamt in den meisten Orten gingen diese ersten Übergänge relativ gewaltlos, eben mit Massenprotesten und teilweise mit solchen Barrikadenkämpfen, aber geschossen wurde da relativ selten. Es waren eigentlich eher Inszenierungen. Schon die Erfolge der Revolutionäre in den Städten waren, obwohl an ihrer Spitze meist bürgerliche Politiker standen und obwohl durch sie die Köpfe der liberalen Opposition in Ministerämter aufrückte, diese Erfolge wären nicht möglich gewesen ohne die massenhafte und teilweise auch militante Beteiligung der unterbürgerlichen Schichten. Zu dem schnellen und taktisch geschickten Zurückweichen der alten Gewalten zum Zusammenbruch der vormärzlichen Regime kam es jedoch nur, weil parallel zur städtischen eine noch massenhaftere und wegen ihrer Gewalthaftigkeit auch bedrohlichere Agrarrevolution stattfand. Ausgelöst durch die Nachrichten aus Frankreich und die Proteste in den Städten kam es in vielen Agrarregionen zu Revolten mit Plünderungen, Brandstiftungen, Ausschreitungen gegen Grundbesitzer und Pogromen auch gegen Juden. Die ländlichen Unterschichten forderten vor allem die Aufhebung der Feudallasten und Dienstverpflichtungen. Die Angst vor einem allgemeinen Aufstand der Unterschichten auf dem Land und in den Städten versetzte die Fürsten und ihre Beamten in Angst und Schrecken. Sie erfüllten die wesentlichen Forderungen der Agrarrevolution sofort und suchten zur Eindämmung der städtischen Unterschichten das Bündnis mit dem liberalen Bürgertum. Somit waren im Mitte Mai 1848, also vor 175 Jahren, zwei gegenläufige Bewegungen im Gange. Radikale Versuche, die Revolution am Kochen zu halten und gemäßigt Liberale, sie in einen parlamentarisch-bürokratischen Reformprozess überzuleiten. Daneben richteten sich die nur scheinbar geschlagenen, nur taktisch zurückgewichenen alten Mächte langsam wieder auf. Sie gewannen allmählich die Initiative zurück, vor allem da die Soldaten im Wesentlichen bei den Fahnen blieben und da die Agrarrevolution nach der Erfüllung ihrer wesentlichen Forderungen zum Stillstand kam. Festzuhalten bleibt, dass die Gegensätze auf Seiten der Revolutionäre zwischen der teils liberalen, teils demokratischen Bürgerbewegung und den unterbürgerlichen Schichten fundamental und weitgehend unvereinbar waren. Schon zentrale politische Begriffe wurden von den beiden revolutionären Hauptströmungen vollkommen verschieden aufgefasst. Viele sagten Reaktion und meinten Hunger. Viele sagten Parlament und meinten Aufstieg der Unterdrückten. Viele sagten Konstitution und meinten anständige Arbeit, anständiges Brot. Freiheit zum Beispiel wurde im Bürgertum auf Verfassung, die Meinungsfreiheit des Einzelnen, im wirtschaftlichen Bereich auf die Durchsetzung von Kapitalismus und Marktwirtschaft bezogen. In der unterbürgerlichen Bewegung war der Begriff stark kommunitaristisch gefärbt im Sinne von Brüderlichkeit. In der unterbürgerlichen Volksbewegung stand im Mittelpunkt von Freiheit das Recht auf Arbeit und ein menschenwürdiges Leben. Oft mit geradezu antimarktwirtschaftlicher, antikapitalistischer Tendenz orientierten sich die unterbürgerlichen Bewegungen an vormodernen Normen der Auskömmlichkeit, der Ehrbarkeit und der gemeinschaftlichen Nutzung. Also gerade nicht
die Freisetzung des Privateigentums und der, des privaten wirtschaftlichen Erfolges, sondern gerade im Gegenteil, dessen Einschränkung zugunsten solcher kommunitärer, gemeinwirtschaftlicher, gemeinschaftlicher Ideen und teilweise auch Institutionen, die es damals noch gab oder noch nicht lange vergangen waren. Hätten wir vor 175 Jahren schon hier gesessen, so wären unter Ihnen vielleicht manche gewesen, die das Scheitern des Aufstandes tief bedauert hätten, den der demokratische Landtagsabgeordnete Friedrich Hecker in Südbaden ausgelöst hatte. Hecker hatte versucht, durch radikale, populistische Parolen die Volksmassen zu einem Feldzug zu mobilisieren, der zur Initialzündung für eine demokratisch-republikanische Revolution in ganz Deutschland werden sollte. Aber Hecker hatte die Unterschiede und die Kommunikationsbarrieren zwischen bürgerlichen Politikern, auch den Radikalen, zu denen er zählte, und der unterbürgerlichen Bewegung unterschätzt. Nur wenige waren bereit, mit dem Volkstribun, dem die Massen zujubelten, auch mitzuziehen, Familie und Heimat zu verlassen, um die Revolution in weit entfernten Hauptstädten und für abstrakte politische Ziele voranzutreiben. Und während die Demokraten ihr Unterstützerpotenzial in der Bevölkerung weit überschätzten, funktionierte in den Armeen allen revolutionären Hoffnungen zum Trotz das System von Befehl und Gehorsam. Gleich beim ersten Zusammentreffen mit badischen Truppen bezog Heckers wilder Haufe eine vernichtende Niederlage. Die einen in unserer fiktiven Versammlung Ende Mai 1848 hätten das Scheitern des Hecker-Zuges als Menetekel für die Aussichtslosigkeit einer wirklichen Revolution in Deutschland interpretiert. Die anderen hingegen hätten das Scheitern demokratischer Intellektueller, die sich an die Spitze der unterbürgerlichen Bewegung setzen wollten, begrüßt als Dämpfer für revolutionäres Abenteurertum, das unnötigerweise die Bürger in Panik versetze und die Konsolidierung des mit der Erfüllung der Märzforderung doch schon Erreichten erschwere. Diese zweite Richtung unter den 48ern setzte auf die am 18. Mai 1848 eröffnete Deutsche Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche. Sie hatten in den Wochen zuvor im Wahlkampf versucht, möglichst qualifizierte Männer in die erste demokratisch legitimierte Vertretung des deutschen Volkes zu entsenden, die ein unerhörtes Vorhaben nach westlichem Vorbild den Deutschen eine Verfassung geben und den Deutschen Staatenbund in einen liberalen Nationalstaat verwandeln sollte. Die Wahlen zur Nationalversammlung verdeutlichen ein weiteres strukturelles Dilemma für Revolutionäre im Deutschen Bund des 19. Jahrhunderts. Nicht nur waren die revolutionären Bewegungen äußerst heterogen, es gab auch kein politisches und kulturelles Zentrum wie in Frankreich, England, Belgien und anderen Nationalstaaten. Vielmehr gab es mehr als 20 Hauptstädte von Mittel- und Kleinstaaten, eine Reihe mit diesen konkurrierender Großstädte wie Hamburg, Leipzig, Köln oder Nürnberg, sowie zwei wiederum miteinander konkurrierende Zentren von europäischer Bedeutung, nämlich Wien und Berlin. Gleichzeitig mit den Wahlen zur deutschen Nationalversammlung, die in der Frankfurter Paulskirche tagte, fanden Wahlen zu einer preußischen und zu einer österreichischen Nationalversammlung statt, die ebenfalls Verfassungen, aber nur jeweils für die beiden Großmächte einzeln schaffen sollten. Da deren Hauptstädte Wien und Berlin auch Hochburgen der Revolution waren, kann man durchaus von konkurrierenden Revolutionen in Deutschland sprechen, die ebenso wie bürgerliche und unterbürgerliche Bewegungen miteinander unvereinbare Ziele verfolgten. So faszinierend wohl aus heutiger Sicht auch und auch für die 48er das Zusammentreffen von Deutschen aus allen Ecken des Bundesgebiets, von der Memel bis Südtirol, von Böhmen bis Luxemburg, deswegen habe ich Deutschen gerade in Anführungsstrichen gesetzt, weil man natürlich nicht so ganz einig sein muss, ob das jetzt alles Deutsche in welchem Sinne auch immer waren, aber sie gehörten alle zu den Gebieten des Deutschen Bundes, also ging weit über die heutigen Grenzen Deutschlands hinaus. Also so vielfältig diese Männer waren, die da in Frankfurt zusammenkommen und so sehr es vielfältige neue Kommunikationsfäden geknüpft wurden, so sehr waren die Beratungen vom ersten Tag an von unvereinbaren Interessen begleitet. Es gleicht einem Wunder, dass die Deutsche Nationalversammlung dennoch in weniger als einem Jahr ihren Auftrag erfüllt hat, eine liberale Verfassung auszuarbeiten. Darüber hinaus hat sie Grundrechte des deutschen Volkes formuliert, die die staatliche Willkür einschränken und die grundlegenden Freiheits- und Rechtsgarantien für die Bürger fixierten.
Die Verfassungsgebung von 1848 hat die Rechtsdiskussion bis in die Bundesrepublik hinein geprägt, denn die Verfassungsväter und Mütter in Weimar und Bonn orientierten sich an der Paulskirche. Die Heterogenität der Nationalversammlung ließ auch bereits die in ihren Beratungen vielbeschworene ethnische Homogenität und die Vorstellung der Nation als Abstammungsgemeinschaft eher realitätsfern erscheinen. Also schon allein die Tatsache, dass die Leute aus verschiedene Muttersprachen hatten, spielt so ein bisschen, also straft diese Vorstellung, die in den Reden aber eine große Rolle spielte, Lügen oder ließ daran zweifeln. Aber diese, oder wie man damals sagte, diese ethnische oder wie man damals sagte, völkische Definition der Nation erwies sich als sehr wirkmächtig. Das hatte dann das 19. und 20. Jahrhundert durchaus weiter geprägt. Es gab aber in der damaligen Zeit nicht so sehr einiges Deutschland, schon gar nicht ethnisch einiges Deutschland, sondern mindestens drei Deutschlands. Die beiden durch Eroberungen zu europäischen Großmächten aufgestiegenen Militärmonarchien Österreich und Preußen, die eine von einer katholischen, die andere von einer protestantischen Dynastie beherrscht und auch kulturell eben sehr unterschiedlich geprägt. Beide Großmächte waren multiethnische Staaten, in denen die Deutschen zwar alle herrschaftlichen und kulturellen Schlüsselfunktionen innehatten, in denen aber jeweils große nationale Minderheiten lebten, die im Zuge der Revolution ihre eigene Unabhängigkeit, ihre eigenen Nationalstaaten forderten und keinesfalls in einem deutschen Nationalstaat integriert werden wollten. Der Kölner Abgeordnete Franz Ravo, ein Mann der gemäßigten Linken und ehemaliger Präsident des Karnevalsvereins, das waren ja im Vormärz durchaus Zentren der antiautoritären und antipreußischen Proteste, dieser Franz Ravo beantragte, dass die Nationalversammlung den Vorrang ihrer Beschlüsse vor denen aller anderen einzelstaatlichen Parlamente und auch der beiden Nationalversammlungen in Wien und Berlin postulieren sollte. Die Beratung über dieses wichtige Thema zeigen charakteristisch die Schwäche der Paulskirche, zumal in der ersten Phase ihrer Konstituierung. Weil die Versammlung sich uneinig war und vor allem die politische Rechte eine solche Unterstreichung der Souveränität der Nationalversammlung nicht wollte, wurde lange hin und her beraten, ein Ausschuss zur Kompromissfindung eingesetzt und schließlich mit großer Mehrheit einen Kompromiss verabschiedet. Nämlich, die Versammlung behauptete zwar den Vorrang ihrer Verfassungsbeschlüsse vor denen der anderen Parlamente, sie konnte aber keine Wege zur Durchsetzung dieses Anspruches angeben. Und das ist ja dann auch sozusagen ein weiterer Grund, warum diese Revolution gescheitert ist, weil sie zwar schöne Dinge beschlossen hat, aber weil sie nicht in der Lage war, sie auch politisch durchzusetzen. Die Paulskirche wäre vermutlich besser beraten und möglicherweise auch erfolgreicher gewesen, wenn sie ihre Verfassungskompetenz und auch die deutsche Einigung zunächst auf das sogenannte Dritte Deutschland, also die ethnisch homogenen Mittel- und Kleinstaaten Süd-, West- und Mitteldeutschlands sowie eventuell Bayern und Sachsen beschränkt hätte, die infolge der napoleonischen Besetzung und ihrer geografischen Lage in Europa stärker verwestlicht waren und die anders als die beiden Großmächte bereits 1848 konstitutionelle Monarchien geworden waren. Auch der Revolutionsverlauf liefert Indizien für die Dreiteilung des Bundesgebietes und für die reifere politische Kultur des Dritten Deutschland. In Österreich und dem ostelbischen Preußen war die Revolution weitaus gewalthafter, während sie in Süd- und Westdeutschland eher den Charakter eines großen Volksfestes und eines friedlichen Überganges hatte. Von Preußen und Österreich gingen seit der Jahreswende die militärische Gegenrevolution aus. Mit ihrem auf keine Macht gestützten gesamtdeutschen Anspruch blieb die Paulskirche, wie bereits Zeitgenossen analysiert haben, jenseits der realen Machtverhältnisse im Deutschen Bund eben doch nur ein Idealparlament. Aber noch einmal zurück zur Entwicklung im Mai 1848, und die Folie hier kam etwas zu früh, aber jetzt passt sie. Ein weiterer entscheidender Aspekt war eben die Entstehung eines ethnischen und imperialen Nationalismus in den Beratungen der Paulskirche. Zu Beginn der Revolution waren in Berlin noch die Führer des polnischen Aufstands von 1846 aus dem Gefängnis befreit worden und die Massen hatten jubelnd ihnen zugejubelt und hatten ihre Forderung nach einem unabhängigen Polen unterstützt. Aber sehr schnell kehrte sich der Wind in Preußen von dieser ersten kosmopolitischen
Phase der 48er Revolution um in eine nationalchauvinistische Richtung. Spielten anfangs die machtpolitischen Interessen Preußens keine Rolle im revolutionären Diskurs, da Preußen ja in Deutschland aufgehen sollte, wie Friedrich Wilhelm IV., der damalige König, gesagt hatte, so wurden seit April 1848 imperialistische Töne lauter. Die deutsche Minderheit in der Provinz Posen verlangte Solidarität und die große Mehrheit in der Nationalversammlung sprach sich dagegen aus, preußische Gebiete an einen polnischen Staat abzutreten. In der Paulskirche zeigte sich besonders bei den sogenannten Polen-Debatten oder Posen-Debatten, also wo es um diese Provinz Posen ging, erschreckende imperialistische und auch völkisch-nationalistische Tendenzen, gerade auch in der demokratischen Linken. Die große Mehrheit bejubelte etwa die Rede des demokratischen Nationalisten Wilhelm Jordan, der dafür plädierte, sich rücksichtslos gegen europäische Nachbarvölker durchzusetzen. Wir wollen das jetzt hier nicht alles lesen. Ich habe die wichtigsten Stellen unterstrichen, aber ich wollte es ein bisschen im Kontext lassen. Also die Rede ist sehr lang, insofern ist es immer noch aus dem Zusammenhang gerissen. Aber trotzdem gibt eben hier so einige Kernsätze, die das unterstreichen, was ich versuchen wollte, Ihnen zu verdeutlichen. Nämlich er spricht hier von dem gesunden Volksegoismus, um das Wort einmal gerade heraus zu sagen, welcher die Wohlfahrt und Ehre des Vaterlandes in allen Fragen oben anstellt. Dieser Volksegoismus, ohne den ein Volk niemals eine Nation werden kann. Und später eben das Recht, eben in Polen oder in Posen, ist das Recht des Stärkeren, das Recht der Eroberung. Und dann geht es weiter auch noch mit der Behauptung einer prinzipiellen kulturellen Überlegenheit der Deutschen gegenüber den Slawen und ähnliche Dinge, die damals eben auf große Zustimmung stießen. Nur ganz wenige Abgeordnete, etwa der später in Österreich erschossene Robert Blum, haben da entgegengehalten, aber ich glaube, die Abstimmung ging dann letztlich so 400-30 für Jordan und für den Anspruch auf diese polnischen Gebiete oder preußisch-polnischen Gebiete aus. Auch außereuropäische Kolonien waren für die Mehrheit der 48er ein selbstverständliches Ziel für das künftige Deutsche Reich, das eine Weltmacht wie Großbritannien werden sollte. Bereits im Vorparlament hatte der Abgeordnete Silvester Jordan, ist zufällig derselbe Nachname, haben aber nichts miteinander zu tun, einen Antrag gestellt, dass Kolonien geschaffen werden, wohin sich der Überfluss der Bevölkerung unter dem Schutz des Bundes und des deutschen Volkes begeben kann. In der Debatte über die Grundrechte, zu denen in der Paulskirchenen Verfassung das Recht auf Auswanderung gehörte, verwies der konservative Breslauer Staatswissenschaftler Johann Ludwig Tellkamp auf die Millionen von Deutschen in Übersee und behauptete, dass, wenn sie nicht nach allen Seiten hin zerstreut wären, wir mit demselben ebenso große Landesteile hätten unterwerfen können, als es den Engländern in ihren Niederlassungen und Kolonien gelungen ist. Mit einer besser gesteuerten Auswanderung hätte in der neuen Welt ein neues Deutschland begründet werden können. Ökonomisch waren die meisten in der Paulskirche überzeugt, dass die Zukunft sich rücksichtslos entfaltenden imperialen Weltmächten, Flächenstaaten mit kolonialen Ergänzungsräumen gehören werde. Das Deutsche Reich sollte mit Eisenbahnen und dank der deutschen Ströme Donau und Rhein an die Nord- und Ostsee sowie an das Mittelmeer und das Schwarze Meer angebunden sein. Angesichts dieser weltpolitischen Ambitionen war der Wunsch nach einer deutschen Flotte zwangsläufig. Folglich stellte sich die Paulskirche an die Spitze der Flottenbegeisterung, die sich in Deutschland ausbreitete, also nicht erst unter Tirpitz und Wilhelm II., sondern schon 1848, und gründete sogar eine deutsche Flotte, in der Kürze der verbleibenden Zeit dann allerdings mit bescheidenem Erfolg. Für die Gegenwart sollte sie als reiner Küstenschutz fungieren. Es ging ja damals der Krieg mit Dänemark über Schleswig-Holstein. Doch Fernziel war eine große deutsche Seemacht als Garant deutscher Weltgeltung. Die letzte Episode, die ich schildern möchte, spielt auch wieder aus dem Mai 1848, spielt in Mainz, einer Hochburg der Revolution, in der sich jedoch zugleich eine Bundesfestung mit preußischen Truppen befand. Wie in allen Städten hatten die Mainzer nach der Durchsetzung der Märzforderung eine Bürgerwehr als revolutionäre Gegenmacht oder vermeintliche Gegenmacht gebildet. Mitte April hatten sich zudem auf einer Bürgerversammlung die Demokraten durchgesetzt und einen jungen Mann an die Spitze des revolutionären Bürgerkomitees gewählt, der später einer derjenigen 48er war, die bei der Reichsgründung mit Bismarck zu kooperieren versuchten, nämlich Ludwig Bamberger. Jedoch schon bald stieß der bürgerliche Radikalismus in der Stadt mit seiner politischen Vorgehensweise an strukturell bedingte Grenzen.
Für scharfe Analytiker wie Bamberger selbst kündigte sich darin bereits das Scheitern der Revolution und des Radikalismus an. Denn am 21. 22. Mai 1948 kam es zu einem Zusammenstoß mit den Bundestruppen der Festung Mainz, in deren Verlauf diese die Bürgerwehr mit der Drohung, die Stadt sonst zu bombardieren, entwaffneten. Also da war eben ganz schnell Schluss mit dem Spiel der Bürger als Soldaten in dem Moment, wo halt die Bundesfestung, die ja in Mainz, wenn Sie das kennen, oberhalb der Stadt liegt, drohte, dass sie die Stadt bombardieren würden, haben die sich natürlich zurückgezogen und sicherlich auch zu Recht zurückgezogen. Die Ohnmacht der vermeintlich als revolutionäre Gegenmacht konzipierten Bürgerwehren war Ausdruck wohl unlösbarer Probleme für die jungen demokratischen Aktivisten, denen plötzlich die Macht zugefallen war. Als unorganisierte, spontan entstandene politische Kraft mit basisdemokratischer Programmatik, die sich auf keinerlei Institutionen stützen konnte, waren ihre wirkungsvollsten Instrumente Demonstrationen und Massenversammlungen. Hier bekamen Volksredner wie Bamberger oder Hecker mit populären Parolen oder ihrer Ausstrahlung Mehrheiten für radikale Entscheidungen. Ohne Rückhalt in den politischen Institutionen ließen sich die gefassten Beschlüsse jedoch selten in Gegenmacht umsetzen, und ohne politische Organisationen ließ sich der aufgebaute Druck nicht dauerhaft erhalten. Die Mehrheit der Bevölkerung blieb auch in den Hochburgen der Revolution unpolitisch und ließ sich allenfalls punktuell mobilisieren. Vier Schlaglichter erhellen die widersprüchliche Situation im Mai 1848, also vor den besagten 175 Jahren. Erstens der strukturelle Gegensatz zwischen den politischen Aktionsformen der Sprache und den Forderungen der unterbürgerlichen und der bürgerlichen Revolution. Zweitens die Spaltung Deutschlands in drei sehr unterschiedliche politische Kulturkreise, Österreich, Preußen mit ihren Satelliten und das westlich orientierte dritte Deutschland, zu dem die meisten Mittel- und Kleinstaaten und sicherlich auch das preußische Rheinland gehörten, die trotz aller nationalistischen Rhetorik über Einheit und das einige gemeinsame Volk und so weiter nicht überwindbar waren. Drittens die imperialistischen Töne und ausgreifenden Vorstellungen, wie weit Deutschland reichte, die in zahlreichen strittigen Grenzregionen, allen voran Polen und Schleswig-Holstein, zu europäischen Verwicklungen führen mussten. Und viertens die militärische Ohnmacht der Revolutionäre gegen stehende Heere, in denen es nicht, wie erwartet, zu einer massiven Gehorsamsverweigerung kam. Damit möchte ich mich einem zweiten Thema zuwenden, was ja Herr Lappenküper eben auch schon angesprochen hat, nämlich die große Frage nach Erfolg und Scheitern dieser Revolution. Unbezweifelbar sind die Revolutionäre mit ihren Hauptzielen gescheitert, nämlich im Deutschen Bund einen freiheitlichen, mächtigen Nationalstaat zu errichten und die bestehenden absolutistischen und monarchisch-konstitutionellen Regime zu stürzen. Also mir ist immer wichtig, das mit der Macht, deswegen heißt mein Buch auch Einheit, Macht und Freiheit, weil Einheit und Freiheit reicht nicht, man muss die Macht mit dazu denken und alle damaligen Protagonisten haben auch die Macht mit dazu gedacht, also nicht nur die Macht, die sie erringen mussten sondern auch die Macht, die dieses Deutschland eben nach der Einigung haben sollte. Aber wie gesagt, trotz dieses Scheiterns in den Hauptzielen würde ich doch betonen oder sind wir uns vielleicht auch einig, da können wir noch mal darüber diskutieren, dass diese Revolution große, langfristig nachwirkende Erfolge erzielt hat. Wohl nie zuvor waren so viele Menschen aus allen Bevölkerungsschichten und in derart großen Teilen des Deutschen Bundes und Europas auf der Straße, auf Versammlungen, interessierten sich und beteiligten sich am politischen Geschehen, versuchten ihr Schicksal in die Hand zu nehmen wie 1848. Die Revolutionen von 48-49 sind ein singuläres Ereignis in der europäischen Geschichte, eben in dieser Beziehung, dieser Massenhaftigkeit, in der Verbreitung des Interesses an Politik, auch wenn es natürlich nicht lang anhaltend war. Allein im massenhaften Aufbruch zur Emanzipation der Unterschichten von der Obrigkeit ist ein epochaler Erfolg all derer zu sehen, die sich daran beteiligt haben. Am ehesten ist 1848, wie gesagt, noch mit den friedlichen Revolutionen in Osteuropa von 1989-90 vergleichbar. Aber anders als 1989-90, als die Revolutionäre massive Unterstützung von außen, von den westlichen Demokratien bekamen, gab es 1848-49 keine Staaten, die die 48er hätten
stützen können. Die massenhafte Beteiligung an politischen Aktionen im Revolutionsjahr hat zu einer in der deutschen Geschichte einmaligen und unumkehrbaren Fundamentalpolitisierung und zu einem sprunghaften Wachstum der politischen Kommunikation geführt. Äußere Anzeichen davon sind der Aufschwung der politischen Karikatur, von dem die Publikationen seit dem Revolutionsjubiläum vor 25 Jahren bis heute voll sind und davon zehren. Ich werde nachher auch noch ein paar Karikaturen aus dieser Zeit zeigen. Und diese Karikaturen haben auch noch mit einer weiteren technischen Neuerung zu tun, nämlich mit der Erfindung der Lithografie. Also man konnte plötzlich Bilder und Karikaturen massenhaft vervielfältigen. Das war kurz davor noch nicht möglich gewesen. Und entsprechend explodierte eben auch die Zahl der Zeitungen und sonstigen Presseerzeugnisse, Flugblätter, Plakate etc. Die Zahl der deutschsprachigen Tageszeitungen verdoppelte sich von 940 immerhin, ich glaube, heute haben wir vielleicht noch 300, also vor 1848, also 1847, gab es 940 Tageszeitungen in Deutschland, zwei Jahre später 1700. Neu gegründet wurden vor allem volkstümliche Zeitungen, die auf die städtischen Mittel- und Unterschichten, die Landbevölkerung und die Soldaten zielten. Da auch viele Analphabeten informiert sein wollten, wurden Zeitungen vorgelesen und öffentlich diskutiert. Hierfür die Möglichkeit anzubieten, war einer der Hauptzwecke der zahllosen politischen Vereine, die ebenfalls eben in der Revolutionszeit entstanden sind. Dieses sprunghafte Anwachsen der politischen Partizipation durch die 48er Revolution markiert den Beginn der Entstehung des politischen Massenmarktes mit all den Institutionen und Organisationsformen, die bis heute den politischen Alltag bestimmten. Entschuldigung, jetzt habe ich jetzt einen Sache vergessen, die ich Ihnen zeigen wollte, weil es eine der Karikaturen ist. Also hier ist zum Thema Pressefreiheit und natürlich auch den Folgen, die das hat, dass eben die Leute zwei verschiedene Zeitungen lesen und wie wir es heute auch noch kennen, mit den Twitter-Blasen und so weiter. Der eine liest eben die Neue Rheinische Zeitung, die ja von Karl Marx gegründet und redigiert worden war, und der andere liest die Preußische Zeitung, die Kreuzzeitung. Und natürlich sehen Sie auch äußerlich verschiedene Milieus zugehörig, die beiden Herren, aber natürlich werden die nicht auf einen Punkt kommen. Also die Meinungsvielfalt führt natürlich auch dazu, dass man sich noch schlechter vielleicht einigen kann und dass eben die Leute zwar informierter sind, aber natürlich auch entschiedenere Meinungen haben, also wie eben auch daraus resultieren eben diese von mir schon ein paar Mal erwähnten Dilemmata der Komplexität und der Uneinigkeit der Revolutionäre. Also das hatte ich eigentlich vorschieben wollen und jetzt fange ich nochmal da an, wo ich eben war. Also diese sprunghafte Ausweitung der politischen Partizipation hat eben zur Entstehung eines politischen Massenmarktes geführt und zu eben vielen Institutionen, die wir bis heute kennen. Parlamentsfraktionen, Mitgliederparteien, Gewerkschaften, Bürgerinitiativen, alles Dinge, die in der 48er Revolution zuerst entstanden sind. Weil 48, 49 nicht zuletzt eine Kommunikationsrevolution war, entstand durch die gestiegene Bedeutung der Presse und durch die sprunghaft erweiterten Reisemöglichkeiten, die mit der Eisenbahn entstanden waren, ein neuer, über den eigenen Lebensraum hinausreichender Erfahrungsraum. Die Eliten, die sich staatenübergreifend schnell verständigen konnten, und die Bauern, die mit der Eisenbahn in die Stadt kamen, machten 1848, 49 Erfahrungen, die neue politische Handlungsformen begründeten. Erst die modernen Kommunikationsformen machten im Deutschen Bund, in dem sich die Nationalstaatsbildung anders als in Westeuropa nicht innerhalb bestehender Staatsgrenzen vollziehen konnte. Also erst diese neuen Kommunikationsformen machten die intellektuellen Idee eines gemeinsamen deutschen Vaterlandes zu einer mit konkreten Erfahrungen und Personen verknüpften Vorstellung. Erst dadurch konnte die Idee der Nation und das Projekt der Nationalstaatsgründung in breite Schichten der Bevölkerung vorstoßen. 1848 war ein politischer Lernprozess, der Hunderttausende einbezog und ihnen Möglichkeiten der politischen Partizipation eröffnete, die neben neuartigen Erfahrungen und auch weitreichende Erwartungen erzeugten. Sowohl für die Revolutionären als auch für die gegenrevolutionären Eliten stellte das tolle Jahr eine lebenslang prägende und damit bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wirksame Erfahrung dar. Nicht nur 48er zehrten vom Erlebnis der Revolution, auch die eigenartige Melange aus Revolution und Konservatismus, die Bismarck auszeichnete, ist ein Produkt von 1848 oder auch ein Produkt von 1848. Von den
zu den, wenn man jetzt über die Sieger und der Verlierer spricht, kann man sicherlich sagen, dass die Bauern zu den Siegern gehörten. Ich hatte schon erwähnt, die Agrarrevolution wurde sehr schnell befriedigt oder befriedet, indem man ihre Forderungen befriedigte. Die Reste des Agrarfeudalismus wurden 1848 sehr schnell beseitigt. Die zentrale Forderung, die zentrale Bedeutung, die den Forderungen der revolutionären Bauern von den zeitgenössischen Politikern beigemessen wurde, spiegelt sich auch im Grundrechtekatalog der von der Deutschen Nationalversammlung beschlossenen Reichsverfassung. Der ganze Artikel 9 mit dem Leitsatz „Das Eigentum ist unverletzlich" diente nicht etwa der Kodifizierung wirtschaftsliberaler Grundpositionen, sondern regelte detailliert die Aufhebung feudalistischer Verhältnisse auf dem Lande. Auch wenn sich nach der Niederschlagung der Revolution einige feudalistische Relikte, die die Frankfurter Reichsverfassung beseitigt hatte, hielten, stellt die Bauernrevolution von 1848 einen Markstein auf dem Weg der Überwindung der traditionellen ländlichen Gesellschaft dar. Mit der Durchsetzung des kapitalistischen Marktes auch in der Landwirtschaft zahlten die europäischen Bauern allerdings auch einen hohen Preis für die Zerschlagung der Reste des Feudalismus. Trotz einer Reihe von antisemitischen Pogromen, gerade am Anfang der Revolution, also im Frühjahr 1848, bedeutete 1848 auch für die Judenemanzipation den bis 1933 gültigen Durchbruch. Obwohl die im Artikel 5 des Grundrechtekatalogs festgelegten weitgehenden Regelungen zur Glaubens- und Gewissensfreiheit, unter anderem die strikte Trennung von Kirche und Staat, bis heute teilweise uneingelöst sind, wurde die rechtliche Gleichstellung der Juden, die 1848 erreicht worden war, auch in der Reaktionszeit danach nicht wieder angetastet. Dass es überhaupt in allen deutschen Staaten seit 1848 Verfassungen und Volksvertretungen gab, gehört ebenfalls zu den nicht mehr rückholbaren Erfolgen der Revolution. Preußen als der wichtigste deutsche Staat hatte bis 1848, anders als die meisten Staaten des dritten Deutschland, weder eine Verfassung noch eine gewählte Volksvertretung. Auch wenn die 1850 erlassene und bis 1918 gültige preußische Verfassung zahlreiche autoritäre Züge trug und die Macht des Abgeordnetenhauses so gering war, dass Bismarck jahrelang gegen die Verfassung und gegen die breite Mehrheit der Abgeordneten regieren konnte, so enthielt sie doch immerhin einen Grundrechtekatalog, der selbst wenn er oft verletzt wurde, für die liberale Opposition eine politische und rechtliche Argumentationsbasis darstellte. Auch das 1848 errungene allgemeine Männerwahlrecht blieb, wenn auch in der pervertierten Form des Dreiklassenwahlrechts, erhalten. Zwar durften, also immerhin durften weiterhin alle Männer wählen, jedoch hatten seit 1850 die Stimmen je nach Steueraufkommen ein sehr unterschiedliches Gewicht. Dennoch zeigt sich, dass selbst in Preußen in der Reaktionszeit wesentliche 1848 vollzogene Brüche mit dem ständischen Staatsverständnis nicht wieder rückgängig gemacht werden konnten. Zu diesen nicht mehr reversiblen liberalen Erfolgen gehörte auch die Anerkennung unveräußerlicher Rechte des Einzelnen, die Wahlberechtigung für alle Staatsbürger, die Vorstellung, dass jeder Abgeordnete das ganze Volk vertrat, sowie die territoriale Aufteilung der Wahlkreise. Auch die Frankfurter Reichsverfassung gehört, obwohl sie nie in Kraft trat, zu den bahnbrechenden Ergebnissen der Revolution. Sie ist ein Basisdokument der modernen Zivilgesellschaft, die sich eben dort in Frankfurt autonom konstituierte. Als Ausdruck eines Kompromisses zwischen verschiedenen liberalen und demokratischen Fraktionen hätte die Frankfurter Reichsverfassung zwar noch nicht die parlamentarische Demokratie eingeführt, aber das in der Paulskirche verabschiedete demokratische Wahlgesetz und Vorschriften über die Verantwortlichkeit der Minister und die nur aufschiebende Wirkung eines Vetos des Kaisers gegen Parlamentsbeschlüsse hätten dem Reichstag eine wesentlich stärkere Position verschafft, als er sie seit 1867 im Norddeutschen Bund und anschließend im Kaiserreich hatte. Teil der Verfassung waren auch die Grundrechte des deutschen Volkes, in denen sich eine liberale, individualistische Rechtsauffassung gegen ältere ständische Vorstellungen durchsetzte. Die Grundrechte waren, anders als die Verfassung, vom Ende Dezember 1848 bis zu ihrer Aufhebung im August 1851 auch tatsächlich geltendes Recht. Die deutschen Verfassungen von 1867 und 1871 enthielten keinen Grundrechtekatalog. Erst die Weimarer Reichsverfassung sanktionierte wieder die wichtigsten politischen und sozialen Freiheitsrechte der Deutschen in einer Form, die sie dem Staat gegenüber einklagbar machte. Der Grundrechtekatalog der Paulskirchenverfassung ging über die westlichen Vorbilder hinaus, indem dort neben den klassischen Freiheitsrechten auch die Aufhebung
der feudalistischen Privilegien und Grundzüge der Kommunal- und Länderverfassung als Grundrechte des deutschen Volkes formuliert wurden. Damit waren in der 49er Verfassung ein Grundrechteverständnis fixiert, das auch die Weimarer Reichsverfassung geprägt hat. Neben den aus der westlichen Tradition übernommenen individuellen Freiheitsrechten wurden auch kollektive Rechte bzw. Schutzbestimmungen für sozial Schwache aufgenommen. Wie bei manchen Errungenschaften der 48er-Revolution, etwa dem Nationalismus, ist auch am Grundrechtekatalog ein auf spätere politische Fehlentwicklungen vorausweisender Pferdefuß erkennbar. Ganz bewusst hatte sich nämlich die Mehrheit dafür entschieden, nicht wie die amerikanische und französische Revolution Menschen- und Bürgerrechte, sondern Grundrechte des deutschen Volkes zu formulieren. In dieser Überschrift steckt nicht nur das Verständnis der Grundrechte als Kollektivrechte, sondern auch ein antiuniversalistischer Zug. In bewusster Abgrenzung gegen westliche Vorbilder erklärte einer der führenden Juristen der Paulskirche, man sei heute über den abstrakten Standpunkt des bloßen Menschenrechts hinaus und stehe auf dem Standpunkt des Staatsbürgertums. Die Formulierung verrät die Staatsfixierung und ein Verständnis der Nation als ethnische Abstammungsgemeinschaft, die die Mehrheitsliberalen in der Paulskirche vertraten und die die Verfassungsdiskussion in Deutschland nachhaltig geprägt hat. Dass die Revolutionäre diese Verfassung, die immerhin von 28 Mittel- und Kleinstaaten als Grundgesetz akzeptiert worden ist, nicht auch gegen die wiedererstarkenden deutschen Großmächte durchsetzen konnten, wird häufig damit erklärt, dass die Revolution vor den Thronen Halt gemacht habe, also in den ersten Wochen ihrer Erfolge nicht radikal genug vorgegangen sei. Diese Kritik verkennt jedoch die Ziele der Revolutionäre. Bis auf eine kleine Minderheit wollten sie nicht die Dynastien stürzen, sondern die Minister und Bürokraten stürzen. Bis in die radikale Linke hinein waren die Revolutionäre bereit, an die guten Absichten ihrer Fürsten zu glauben. Der Mythos vom guten König, der nur schlecht beraten sei, war tief verankert. Und die dahinterstehende Autoritätsfixierung war keineswegs spezifisch deutsch. Alle im 19. Jahrhundert entstandenen Nationalstaaten in Europa waren Monarchien. Außerdem muss die geringe Militanz der Revolutionäre, zumindest was die meisten politischen Führer angeht, auch als eine Reflexion der Ereignisse in Frankreich seit 1789 verstanden werden. Die meisten 48er lehnten die Terreur von 1791 folgende entschieden ab und wollten keine Tugenddiktatur nach dem Vorbild der Jakobiner errichten. Sie wollten eine demokratisch legitimierte Revolution und waren überzeugt davon, dass nur ein rechtsstaatliches Vorgehen dauerhafte Fortschritte bringen könne. Das hieß, die Mühen einer parlamentarischen Verfassungsgebung und der Kompromissfindung auf sich nehmen, und in dieser Hinsicht waren die 48er tatsächlich ausgesprochen erfolgreich. Und das Thema mit der Französischen Revolution wird in den Paulskirchendebatten erstaunlich breit diskutiert und eben immer wieder reflektiert, dass man diesen Weg nicht gehen möchte. Gescheitert sind sie an den inneren Widersprüchen der revolutionären Bewegungen, die unvereinbare Ziele verfolgten, und an dem Problem, den revolutionären Druck über längere Zeit bis zur Konsolidierung eines neuen Regimes aufrechtzuerhalten. Als die Bauern nach der Befriedung ihrer Hauptforderungen und weil die Feldarbeit rief, ausscherten, als sich das Militär innerlich stabil erwies und auch die Bürger und Kleinbürger wieder in ihre Arbeit zurückkehrten, war das Schicksal der Revolution entschieden. In einer Region nach der anderen konsolidierte sich die staatliche Macht und schlug radikale Aufstände, häufig unter Beteiligung der liberalen Bourgeoisie, jedoch mindestens von deren Sympathie begleitet, nieder. In Krakau, in Posen, in Prag und sogar in Paris. Aus heutiger Sicht lag die Revolutionswende bereits im Frühsommer 1848, also an einem Zeitpunkt, als die Paulskirche in Frankfurt ihre Beratung gerade erst aufnahm. Hier haben wir nochmal eine Karikatur aus der Zeit, wo eben gezeigt wird, wie die wiedererstarkten Mächte die Revolution auskehren und sie eben auf die Reise nach Amerika schicken, wo er dann viele von ihnen eine zweite Karriere gemacht haben, oder andere sind auch wieder dann später in den 60er Jahren nach Deutschland zurückgekehrt. Aber sozusagen, das ist nochmal als Bild sozusagen für die Niederlage der Revolution. Die Karikatur ist von 49, genau. Trotzdem war das natürlich nicht unmittelbar
absehbar, dass, also heute sagt man, kann man sagen, dass diese Revolutionswende schon im Frühsommer 48 absehbar war, aber für die Zeitgenossen natürlich keineswegs, denn die Nationalversammlungen setzten ja gerade ihre Verfassungsberatungen an und dann auch erfolgreich bis zu Ende. Und in manchen Staaten und Regionen erzielte die Revolution sogar erst 1849 ihre größten Erfolge. Und auch das Militär brauchte eben noch mehr als ein Jahr, bis die alte Ordnung in Europa äußerlich wieder stabilisiert war. Die Diskussionen über tiefgreifende Reformen gingen aber in manchen Staaten, etwa in Württemberg, auch nach 1849 noch weiter. Die württembergische verfassungsrevidierende Landesversammlung wurde noch 1850 zweimal nach demokratischem Wahlrecht neu gewählt, bis dann im November 1850 der König in einem Staatsstreich die alte ständische Verfassung wieder in Kraft setzte. Die revolutionäre, konservativ-republikanische Regierung in Schleswig-Holstein ergab sich sogar erst Anfang 1851 der Übermacht der Preußen und Dänen. Und auch nach dem Scheitern der letzten unmittelbaren Ausläufer der 48er-Revolution rechneten viele Revolutionäre, wie auch ihre Antipoden in der Polizei und in den Regierungen, immer wieder damit, dass jederzeit eine neue Revolution ausbrechen könnte. Insbesondere auf Frankreich richteten sich solche Hoffnungen bzw. Befürchtungen. Erst der erfolgreiche Putsch Napoleons III. Im Dezember 1851 zerstörte die Illusionen über ein revolutionäres Potenzial in Frankreich und markierte insofern die endgültige Niederlage der europäischen Revolutionen. Zwar war der Revolution von 1848-49 in Deutschland ein kurzfristiger Erfolg im Sinne einer wirksamen Umwälzung nicht beschieden, aber sie erzeugte, wie schon gesagt, Erfahrungen, die langfristige Wandlungen im politischen Handeln und in der kollektiven Mentalität der Menschen eröffneten und auch neue Erwartungen schufen. Zum Beispiel eben die Erwartung nach einem deutschen Nationalstaat unter einer liberalen Verfassung, die in den Verhandlungen der Paulskirche von einem abstrakten Traum zu einem realisierbaren Projekt wurden. Neben den Bauern gehört schließlich auch das Militär zu den Siegern von 1849. Es hatte seine immense innenpolitische Bedeutung unter Beweis gestellt. Dies galt besonders für die preußische Armee, ohne deren Eingreifen die Revolutionäre in Sachsen, aber auch in einer Reihe mittel- und süddeutscher Mittel- und Kleinstaaten, allen voran in Baden, nicht hätten besiegt werden können. Dieser Bedeutungszuwachs, insbesondere des preußischen Militärs, hatte für die deutsche Gesellschaft und für die Form der Nationalstaatsbildung langfristige Konsequenzen, zumal die liberale Bewegung im preußischen Verfassungskonflikt der frühen 1860er Jahre erneut eine schwere Niederlage erlitt. Nach der Niederschlagung der Revolution übernahmen verschiedene preußische Regierungen Teile des liberal-nationalen Einigungsprogramms. Zunächst 1849-50 in dem vom konservativen Paulskirchenabgeordneten Josef von Radowitz entworfenen Projekt einer norddeutschen Union unter preußischer Führung, die jedoch am Widerstand Österreichs und der süddeutschen Staaten scheiterte. Seit 1863 machte sich dann Bismarck das Projekt der nationalen Einigung zu eigen. Die Gründung zunächst des Norddeutschen Bundes und damit dann des Deutschen Reiches verwirklichte zentrale Ziele von 1848. Über den Einzelstaaten wurde ein föderatives Dach errichtet und eine starke Zentralgewalt mit wesentlichen außen-, militär- und finanzpolitischen Kompetenzen geschaffen. Dadurch entstand in Mitteleuropa eine neue Großmacht, ein mächtiger Nationalstaat. Darüber hinaus wurde eine Volksvertretung auf Bundesebene eingeführt, die sogar nach dem in der Paulskirche verabschiedeten Wahlgesetz gewählt wurde. Alle Männer, die älter als 25 waren, durften seit 1867 den Reichstag wählen. Zwei der drei Hauptziele der 48er-Revolution, nämlich die Steigerung der deutschen Macht und die nationale Einigung, realisierte die Reichsgründung von 1867 bzw. 1871. Aber anders als von den 48ern angestrebt, geschah dies auf obrigkeitsstaatlichem Wege und es fehlte die Ausbalancierung durch das dritte Hauptziel der 48er, eine freiheitliche Verfassung. Deshalb schuf die Reichsgründung kein stabiles, nachhaltiges politisches System. Erst seit der Nationalstaat in das westliche Lager integriert und durch die europäische Einigung eingehegt ist, hat er eine Stabilität erreicht wie keiner der unterschiedlichen Nationalstaaten in Deutschland vor 1945. Durch das Scheitern der späteren Versuche, einen Nationalstaat zu gründen, erscheinen die 48er und die Paulskirche heute im positiven Licht. Sie favorisierten einen anderen, freiheitlichen Weg zur Lösung der deutschen Frage. Ein staatlich geeintes Deutschland stellt allein durch seine Größe, Wirtschaftskraft und Bevölkerungszahl einen
derartigen Machtfaktor in Europa dar. Das ist der Ausbalancierung durch eine freiheitliche Verfassung und der Einbindung in supranationale Strukturen bedarf, um imperiale Gelüste zu domestizieren. Weil sie dies erkannt hatten und zu realisieren versuchten, eignen sich zumindest die meisten Revolutionäre von 1848-49 durchaus zur Traditionsbildung für ein demokratisches, europäisch orientiertes und friedliebendes Deutschland. Insofern ist es durchaus ein Schritt in die richtige Richtung, wenn die Revolution heute gefeiert wird, zwar noch nicht ganz so wie in Frankreich die Revolution von 1789 oder in den USA die von 1776. Aber es gibt sicherlich wenig bessere Anlässe in der deutschen Geschichte zu demokratischer Traditionsbildung. Dabei will ich es mal lassen, weil die Zeit doch schon ziemlich fortgeschritten ist. Ich hatte noch ein paar Thesen hier, die kann ich ja mal an die Wand stellen. Die muss ich jetzt aber nicht mehr vorlesen. Aber vielleicht können wir ja erstmal hier einen Schlusspunkt setzen und vielleicht haben Sie Fragen, beziehungsweise wir können auch noch, ich kann auch darauf noch gern zurückkommen, aber ich denke, ich will Sie auch nicht überstrapazieren, weil ich sehe, dass die 45 Minuten, die ich hatte, schon verbraucht sind. Insofern bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit erst einmal und ja, bin gespannt auf eventuelle Fragen.